Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, in der letzten Folge haben wir jetzt mal festgestellt, dass höchstwahrscheinlich das Problem an unseren Dauernstaus hier liegt. Also neben den Auf- und Abfahrten ist es aber natürlich der Punkt, wo die Autos auffahren, weil hier hinten haben wir eine Ruhe, da ist eine einzige Auffahrt. Und hier das mit diesem sehr frühen Bausystem, das ist 90er Jahre. Da müssen wir uns mal ehrlich sein, das ist nicht mehr dem Standard von heute, dass wir so bauen, weil es kommen so viele Autos da rein und raus, dass das nicht mehr funktioniert. Bedeutet, dieser Stadtteil oder dieser Ortsteil, was vielleicht mal in eine Stadt oder hier in einen Park verwandelt werden soll, kriegt einen eigenen Anschluss. Die Frage ist noch, wohin? Oder ob der auch über das hier erreichbar ist und das hier sich jetzt ein bisschen verschiebt. Das müssen wir uns mal anschauen. Aber als erstes muss hier mal die Abfahrt weg. Die Überführung muss weg. Alles weg. Denn wir müssen jetzt erstmal hier den Anschluss machen irgendwie. Und dafür muss einiges verschoben werden. Neben dem Bunker zum Beispiel, den wir hier haben. Den schieben wir jetzt einfach mal hier nach drüben. Ist doch alles noch in Ordnung. Was habt ihr denn? Hier haben wir einen Anker-Resid. Alter, wir haben ja voll die hohen Gebäude mittlerweile. So, bedeutet, wir müssen jetzt schauen. Schwebende Menschen, schwebende Autos. Das haut schon echt aus wie Hölle. Alter. Müssen wir jetzt schauen, wie wir die Auffahrten hier am besten bauen. Weil die eine Straße muss so hin, die andere so. Ich glaube, wir fangen mal wieder mit den simpelsten an, was geht. Autobahn ab- und auffahrten. Ganz easy geregelt. Schauen wir mal, ab wann es zu steil wird. So. Und so. Dann drehen wir dich mal um. Und jetzt muss natürlich von der Seite nach da drüben eine Auffahrt sein. Und von hier... Obwohl, warte mal, geht es vielleicht auch so, dass wir ein Teil... Ja, das könnte eine Idee sein. Wir probieren es jetzt mal. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es könnte funktionieren. So. So. Dann kann sozusagen von hier nach hier das drauf. Versuchen das mal ein bisschen anders zu gestalten, als sonst immer die Autobahns gestaltet werden. Das geht, glaube ich, eher weniger. Also rein theoretisch müsste ich hier jetzt die Abfahrt nach dort bauen. Bloß so, wie ich mich kenne, funktioniert das doch sowieso nicht so, wie ich es will. Bitte, wir machen es einfach wieder hier drüben. So. Das schaut jetzt sehr interessant aus. Sollte aber hoffentlich funktionieren. Jetzt müssen wir uns bloß hier um die Verkehrsregeln kümmern, weil das wird sonst ein Horror. Die dürfen nach hier und du darfst nach da auch abbiegen. Ihr dürft nach hier. Und nach hier. Wir machen so und nehmen dem die rechte hier weg. Und dir dafür die rechte hier. So. Dann Autobahnregeln darf man natürlich hier nirgends gekreuzt werden. Ah, scheiße, warte mal. Das ist noch falsch rum, die Autobahn hier. Die sollte man eventuellerweise... Warum darf ich dich nicht umdrehen? Also ich darf alles umdrehen, aber dich hier nicht... Da hätte ich auch nicht mehr umdrehen. Ah, scheiße. Ja, dann tun wir halt schnell von hier nach da eine neue Straße ziehen. Das ist doch auch jetzt Schnuppe, oder?
Ach, kommt schon, Leute. Das ist doch uncool jetzt. So, und jetzt darf ich sie aber umdrehen. Ich bringe die noch um. Ich schwör's euch, ich bringe die noch um. Irgendwann bringe ich sie um. So. Okay, dann tun wir das hier halt ein bisschen wegrotieren. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja alles nicht schlimm. So, jetzt aber. Und den Anschluss von da nehmen wir weg. Und tun dafür fürs Erste. Du kommst ja von hier drauf, oder? Du kannst von hier drauf. Hier rauf, hier runter, kannst du von hier rauf. Da kannst du so nicht rauf. Das ist natürlich in dem Fall dann wieder blöd. Und auch diese kleine Anschlussstraße ist scheiße. Was wir machen können, ist ja schon mal hier vorbauen. Hier nehmen wir eine Straße und ziehen die mal hier so rum. Verschieben. In den Untergrund mit dem Teil. Und von hier aus drück. Haben wir hier eine Straße raus. Und der Anschluss ist wieder da. Und schauen wir, wie gut das jetzt läuft. Ach, kacke, hier ist noch eine Ampel drauf. Das braucht ihr doch eh nicht. Jetzt haben wir alles geregelt. Natürlich dürft ihr alle Gas geben, ihr Straßen. So. Jetzt müsste sich ja das Problem relativ flott auflösen, weil die auf die Autobahn extrem flott kommen. In die andere Stadt kommen wir jetzt auch gut. Dann soll... Alter, es geht echt ganz schön harter Wind so. Und hier die Straße hat sich auch verbunden. Alter, wir haben... Helikopter fliegen von A nach B. Wir haben Weltuntergang. So, jetzt löst sich das Ganze auf. Was ich gerade echt gut finde, wie gut und flüssig das geht. Was habt ihr denn hier schon wieder verbunden? Ich könnte teilweise das Spiel umbringen für das, was es mir antut. So, fahrt gerade. Das könnt ihr später auch regeln. Machen wir das dazwischen einfach mal zu eiskalt zu einer Einspur. Eiskalt einfach so, jo. Nur noch einspurig. Und jetzt stehen sie hier, weil sie sich hier einordnen, nach da drüben zu fahren. Also teilweise gibt es schon Sachen, die ich mich echt verwundere, warum es die gibt. So. Die ganze Autobahn können wir eigentlich hier hinter zweispurig wieder schalten, weil es ja unnötig eigentlich. Achso, warte mal, wir hatten das hier als zweispurige geschützte Autobahn, ne? Ist natürlich wichtig, dass die Lautstärke sich dementsprechend anpasst. So. Jetzt mal, dass sie alles anpassen. So. Ihr wisst alle haargenau, wie ihr zu fahren habt. Ihr müsst nur fahren. Los, fahrt! Diese Bummlerei. Haben wir da kein Wasser? Oh. Da habe ich das Ding genau in dem Punkt gelegt, wo wir keinen Wasseranschluss haben. Hupsala. So.
Alter, dieses Wasser jetzt. So. Was jammert ihr? Nicht genügend Käufer für unsere Produkte. Ei, ei, ei. Flughafenmäßig kann ich noch nichts bauen. Zugmäßig könnte ich natürlich bauen, aber dafür fehlt uns noch der entsprechende Anschluss, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt hier keine Zuganschlüsse. Und was man schon mal machen kann, ist ja eigentlich hier ein Schienensystem legen. Oder die Vorbereitung auf Güterbahnhöfe. Frage ist, wie schlau ist es, wo zu platzieren? So. Hier ist ein guter Anschluss, dann zieht der Zug unterirdisch den Weg nach da oben und fährt dann da hinten zum Hafen. Sollte aber auch, wenn möglich, noch nach da unten fahren, bedeutet. Das eine Netz von dem hier zieht sich mal direkt hier unten durch. Verschwindet. Okay, das könnte natürlich jetzt ein Problem werden, weil wir da fast auf derselben Höhe wahrscheinlich sind. So. So, und angeschlossen. Perfekt. Und dann kommt hier drüben noch der Anschluss. Der sich natürlich hier auch nicht lumpen lässt. Da geht er wieder in die frische Luft. Zieht sich einmal hier oben drüber. Wir machen das jetzt hier mal einmal zur Abwechslung. Einmal ein normales Schienensystem, was an der frischen Luft hängt. So. Dann haben wir gleich mehr angeschlossene Gütersysteme. Die miteinander sozusagen jetzt dann den Transport Richtung Hafen dann ermöglichen. Soll natürlich auch dann per Schiff noch funktionieren, aber ach, was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwo staut sich das schon wieder und ich weiß nicht, wo. Okay, ihr fahrt hier drauf, wollt hier lang. Jetzt hängt der Kreisel. Ey, was ist denn das? Warum hängt der Kreisel? Weil die hier lang wollen. Weil hier eine scheiß Ampel ist. Ahaha. So. Und dann gibt man einfach hier an, dass die nur abbiegerfreundlich ist, die Spur. Ich glaube, bei dem Kreuzel habe ich ja schon angefangen zu arbeiten. Ahahaha. Und dann geben wir den hier noch, weil ich glaube, der darf in beide Richtungen. Das war falsch. So rum darfst du nicht. So. Muss ich halt nur der Verkehr ein bisschen wieder auflösen. Das hat sich dann schon wieder bald. Jetzt rollt der Kreisel. Damit können die ganzen einzelnen Ausfahrten sich wieder freischaufeln. Und dann hat sich der ganze Prozess schon wieder um einiges verbessert.
mit neuen Straßen und neuen Anschlüssen funktioniert das immer sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist der Weg raus, genau. Das ist der Weg, der hier hinführt, wo jetzt halt der ganze Stau ist. Ich würde aber mal sagen, die können wir auf eine Dreispur eigentlich mittlerweile mal ausbauen, oder? Das hier würde ich wieder zu einer normalen Straße fast schon machen lassen. Und dann hier eine Dreispur einführen. Weil mittlerweile ist die eigentlich schon bitter nötig. Und wenn ich dann hier mal gucke, weil jetzt hat sich natürlich das Ganze verändert. Dann fährt nicht eine Spur nach hier. Die Spur nach hier. Die Spur kann hier reinbiegen. Und die Spur biegt hier ab. So. Und dann kann sich hoffentlich auch bald der ganze Verkehr ein bisschen lösen. Dann sagen wir, dass der hier nur nach hier abbiegen darf. Und dass die geradeaus Spuren sind. Dann müssten die sich eigentlich richtig sortieren. So, wie fahren denn die wieder? Darf ich den schon wieder... Ah, das ist für die schon wieder nur scheiß Umfahrung, ey. So. Perfekt, so wollen wir das. Und hier geben wir jetzt auch nochmal das Recht weg, dass die hier abbiegen dürfen. Ihr dürft auch nur noch gerade ausfahren. Dafür bist du jetzt eine Abbiegespur. Perfekt. So läuft es doch wie geschmiert. Oder? Ja, schaut doch gut aus. Der Verkehr löst sich langsam wieder auf. Hier fließt alles. Der Kreisel ist wieder frei. Und es lag alles nur an einer beschissenen Ampel hier. Ah. Und wenn es gut läuft, wächst jetzt unsere Stadt immer weiter. Es muss nur dieses Müllproblem sich immer mal wieder ein bisschen lösen. Das ist gleich unser Hauptproblem, dass halt wirklich viel Müll anfällt bei uns. Und dadurch, dass viel Müll anfällt, ist unsere Industrie ein bisschen kollabiert. Beziehungsweise, weil die alle schon wieder auf die Autobahn wollen. Was macht ihr denn hier falsch, Jungs? Wenn ich das jetzt hier den ganzen Tunnel lang machen muss, ne, das ist ja grausam. So, aber rein theoretisch, wenn sich der Tunnel hier... beziehungsweise wenn die Autobahn hier wieder leer wird, dann sollte das Ganze hier auch dementsprechend ruhiger werden. Jetzt hat sich ja alles beruhigt mittlerweile. Staut sich halt alles nur noch zurück. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir hören uns und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!